Wait. Habt ihr das gehört? Ja? In Toronto kann man auf Knöpfe drücken, um über Ampeln zu kommen. In New York läuft man einfach rüber. Das ist völlig egal. Und hier kriegt man sogar gesagt, dass man warten soll. Wait. Und er sagt uns sogar an, wann wir gehen können. Ist das nicht... Walk sign is on to cross Constitution Northwest. Ah. Constitution Northwest. Er sagt sogar noch, wo wir hin können. Ist das nicht witzig? Also wenn man blind ist, ist das, glaube ich, sehr, sehr vorteilhaft. Aber wenn man sich nicht auskennt, auch. Ja, das stimmt. Sehr witzig. Im Übrigen haben die hier Uhren. Ja, das sieht... Ah, doch, die 3, 2, 1. Stop.